Jens-Peter Berndt und Stefan Pfeiffer haben vorher eine aufgenommen. The Pool Boys nannten sie sich und nennen sie sich. Fernsehpremiere heute bei uns. One for the fun. Die Pool Boys, Jens-Peter Berndt und Stefan Pfeiffer. Was macht mehr Spaß, schwimmen oder singen? Ach, auf jeden Fall mehr aufgeregt vorm Schwimmen. Mehr aufgeregt vorm Schwimmen immerhin noch? Doch, ja. Mit dem 6. Platz trotzdem zufrieden, ja, ne? Ja, ich war überglücklich. Ich bin deutscher Rekord geschwommen und bin 2x 6. geworden. Überhaupt das Feeling bei den Olympischen Spielen gewesen zu sein, war absolut. Also es ist schon so, dass du jetzt, nachdem du in der Bundesrepublik lebst, von einem deutschen Rekord sprichst, wenn es im Bereich des DSV ist. Ja, so heißt es doch, ne? Genau, ist schon richtig. Silbermedaille, eine Riesenüberraschung doch letztendlich. Und man hatte das Gefühl, wenn man dich aus dem Becken steigen sah, auch für dich, oder? Ja, also einen Endlaufplatz habe ich mir schon ausgerechnet und alles Weitere habe ich auf mich zukommen lassen. Und ich meine, es fällt einem natürlich ein Riesenstein vom Herzen, wenn man dann am Ziel ist und feststellt, dass man sogar eine Medaille gewonnen hat und so. Und dann... Naja, man wird halt glücklich so. Ihr nehmt das aber so, glaube ich, jetzt ganz witzig und strebt jetzt nicht an, hier eine riesen Showkarriere, oder? Nee, kann man so sagen. So, also ein bisschen so Fun sein. Und wir sind gerade erst angekommen und ja, wir wollen ja ein bisschen Spaß haben, ne? Also ihr habt jetzt gerade den Rückflug von Seoul gehabt. Wie viele Stunden unterwegs? Ja, also insgesamt waren es über 20 Stunden. Wahnsinn. Das war etwas stressig. Sag mal, wie viele Medaillen hast du eigentlich jetzt insgesamt gewonnen? Ja, also ich würde mal sagen 1,5. Ich bin im Vorlauf ja 4x200 Kraulstaffel geschwommen und die ist ja am Ende dann... Dritter geworden und ich habe da eine Bronzemedaille für gekriegt, aber halt nicht im Endlauf, sondern im Vorlauf bin ich schon. Ne? Na gut, Bronze ist Bronze. Wo ist denn die Medaille? Hast du die schon? Die habe ich noch nicht gekriegt. Die haben sich da wohl irgendwas ausgedacht, wann sie mir die übergeben wollen. Ich habe da noch keine Ahnung. Also die kommt dann vom IOC oder was? Ich nehme es an, ja.
Was, hättest du was dagegen, wenn du sie jetzt bekämst? Ja. Hier ist er. Die Bronzemedaille von Stefan. Normalerweise sind das immer so Männer, die schon Halbglatzen haben, die das überreichen. Einmal, dass ich einmal so dieses Daumen-Feeling. Oh, toll. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dieser Bronzemedaille. Danke, Stefan. Danke, Jens-Peter.